Carina, du bist 22 Jahre alt. Genau. Was hat dich vom Islam überzeugt? Was mich überzeugt hat? Ja. Vorher hatte ich keinen Glauben. Und ich habe immer schon Kontakt mit Muslimen und habe mich halt darüber erkundigt, Koran gelesen und viel informiert und das ist der einzig richtige Weg. Und du bist bereit, auf die Disco zu verzichten? Bist bereit, Kopftuch zu tragen? Ja, also ich habe schon mit vielen Dingen abgeschlossen, ja. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, okay, dann machen wir das inshallah gemeinsam mit dem Glaubensbekenntnis. Ja. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja, okay. Können wir das auf Arabisch auch machen? Das müssen wir auf Arabisch machen. Okay, gut. Oder willst du das alleine auf Arabisch machen? Mir vielleicht einmal vorsagen. Okay. Ashhadu Ashadu an an La ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu Abdu wa rasuluh. wa rasuluh. Ja. Jetzt bist du Muslimin geworden, Schwester. Das ist schön. Alhamdulillah, Alhamdulillah. In diesem gesegneten Monat Ramadan. Ja, ich weiß. Bin am Fasten. Bist du am Fasten? Ja. Masha Allah, möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam, inshallah, machen, Schwester. Dankeschön. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wir freuen uns alle auf dich. Dankeschön. Ja, also wenn was ist, Schwester, ruf uns bitte immer an. Und wenn du Fragen hast, schick uns bitte deine Adresse, damit ich dir inshallah ein Paket schicken kann. Ja, okay. Ja? Mach ich. Okay, Schwester, wir freuen uns auf dich. Dankeschön. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, yes, sir. Abu Nagi? Ja? Hallo, ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar, wo kann man den Koran bestellen oder halt den richtigen haben irgendwie? Ja, wie alt bist du? 16. 16. Schick uns bitte deine Adresse per E-Mail, dann schicken wir dir inshallah eine Koran-Übersetzung als Geschenk. Okay. Ja? Also ich habe mich die letzte Zeit viel mit dem Islam beschäftigt und mein, also ein Kumpel von mir, mein Freund, hat sich auch, also wir gemeinsam haben uns viel mit dem beschäftigt und ich wollte das jetzt nicht irgendwo in der Bücherei holen, weil ich dachte, vielleicht irgendwie, das weiß ich irgendwie nicht richtig oder so. Und da wollte Nee. ich bei euch auf der Seite mal gucken. Nee, Alhamdulillah, wir schicken dir eins, was man in der Bibliothek draußen kauft, in den Supermärkten oder deutsche Bibliotheken, das ist keine richtige gute Übersetzung. Okay, und kann ich den, also der ist dann schon lesbar für mich, weil Ja. ich kann ja kein Arabisch. Nee, wir schicken dir eine deutsche Übersetzung vom Koran und da kannst du inshallah alles verstehen. Ah, okay. Und dann wollte ich noch fragen mit der Konvertierung. Genau, das würde ich gerne machen. Also Sollen wir das braucht jetzt man kann. machen am Telefon? Ja, das wäre. Ja, ich würde mich freuen. Okay, du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und jetzt machen wir das gemeinsam auf Arabisch. Das muss jetzt vom Herzen kommen. Und dadurch wirst du Muslimin werden. Okay, ich bin auch. Ashhadu Ashadu an an La ilaha La illallah ilaha wa ashhadu illallah anna
Mohammedan. Mohammedan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Oh. Jetzt bist du Muslimin geworden. Schön. Schönes Gefühl, oder? Ja. Alhamdulillah. Mein Herz klopft gerade und ich zitter. Ja, das ist die Richtleitung von deinem Schöpfer, von Allah. Dankeschön. Wie heißt du mit Vorname? Marilina. Marilina. Ja. Und du bist 16 Jahre alt. Genau. Alhamdulillah, du bist jetzt meine Schwester geworden und du bist jetzt Muslimin geworden. Wenn du Fragen hast, wenn du etwas brauchst, wenn du Hilfe brauchst, ruf uns bitte an. Mach ich gerne. Ja? Ich gucke immer Videos an und alles und informiere mich überall, wo es geht und rede auch mit anderen darüber und versuche mit ihnen zu reden, zum Beispiel mit meinem Bruder. Ich habe ihm alles erklärt und erzählt und er ist auch der Überzeugung, aber er ist wahrscheinlich noch nicht so bereit dafür. Aber ich wollte das unbedingt machen, weil ich der Überzeugung bin und ich weiß, dass es die richtige Religion ist und dass es meine Religion ist und Allah. Du bist Muslimin geworden und du hast jetzt gerade den Islam angenommen und Alhamdulillah, Alhamdulillah, du gehörst zum Islam jetzt. Ja, ich freue mich unglaublich, ich habe mich noch nie so gefreut, glaube ich. Ja, das ist die beste Freude deines Lebens, Schwester. Ja. Alhamdulillah. Ich hatte das schon lange, also seit ich habe vom ersten Augenblick gemerkt, ich mache das Richtige mit dem Informieren und mit den Sachen und ich bin einfach glücklich und ich wollte auch sofort einen Koran holen und schauen und aber ich war mir unsicher eben wegen der Bibel, halt dort alles, was es dort alles dort gibt und ich möchte nichts Falsches machen und darum habe ich gleich bei euch angerufen und nee, du kriegst inshallah. Inshallah, du kriegst eine gute Übersetzung und ich schicke dir inshallah ein Gebetsbuch, wie man das Gebet verrichtet. Mhm. Und die Sunna des Propheten, a.s., damit du auch die Erklärung für den Koran liest, wie der Prophet, a.s., den Koran erklärt hat. Okay. Und ich muss einfach nur die E-Mail-Adresse schicken? Nein, deine Adresse, deine Postadresse brauche ich. Achso, ja. Deine Anschrift. Okay, dann einfach, wo soll ich die da hinschicken? Wo muss ich das reinschreiben? Bei uns auf der ersten Seite steht E-Mail unten. Aha, ja. Anklicken und kannst du direkt deine Anschrift schreiben. Okay, mache ich dann sofort. Okay, Schwester. Danke. Okay. Dann sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.